neues Werkzeug bekommen zum Modellieren. Ich mache jetzt keine Werbung. Ich habe einfach ein Gerät mir bestellt, wo Preis-Leistungs-Verhältnis meines Erachtens passt. Ob das Gerät dann gut ist, das werden wir erst mit der Zeit sehen. Was war alles dabei? Und zum Glück eine Anleitung auch auf Deutsch, wobei ich mehr der Praktiker bin und das ausprobiere. Es gibt natürlich ein Netzteil zum Anschließen und diese Schneidwerkzeug für Porzell, wo ein Draht gespannt ist. Da kann man recht fein eben schneiden. Und dieser Draht wird eben erhitzt und durch die Erhitzung wird dann das Porzell geschnitten. Werde ich dann noch weiter zeigen. Das kann man auch schön herunternehmen. Denn es gibt dann noch zwei verschiedene Aufsätze. Einen mit einem Rotbogen, wie man sehen kann. Warte, das mal da, sieht man es besser. Damit man eben Formen eben schneiden kann. Und eine gerade Nadel, dickere Nadel. Auch damit kann man eben schneiden. In dem Sinn, dass eben der Draht so heiß gemacht, erhitzt wird, dass er eben das Schmelzen lässt, das Porzell. Dann gibt es eben einen Ständer und einen Stift gibt es auch dazu, nicht schlecht, zum Anzeichnen, einen schwarzen Stift. Und dann natürlich auch für das Spannen zwischen diesen gibt es dann auch einen Ersatzdraht. Gut, jetzt haben wir ihn angeschlossen. Jetzt werden wir das Ganze mal einschalten. Man sieht schon, der Draht fängt gleich glühen an. Aber mit diesem glühenden Draht kann man jetzt eben hier schöne Schnitte machen, wie man das sehen kann. Und dann hat man. Der Vorteil ist eben, man kann sauber schneiden und ganz fein schneiden. Sozusagen Formen schneiden. Mit ein bisschen Übung, das werden wir jetzt dann auch tun, dass wir werden das üben, kann man dann gute Formen herausschneiden, dass es auch gut ausschaut.